Und wir kommen zum Skispringen. Zum Skispringen. Meine Güte, zum Skispringen. Aseptische Plastikpornos. Bei Lego ist man davon nicht sonderlich angetan. Genau, haben Sie auch Kameras in Ihrem Übertragungsraum? Nein, habe ich nicht. Ich schaue mir die schönen Männer von hier aus an. Aber ja. Die Kameras gehen jetzt auch sofort raus. Es war ein technisches Problem. Wir bitten um Entschuldigung. Nimm ihn in die Hand. Genau, daran liegt es, dass ich immer am Busch... Gut, mein Santa Claus kann mit dem Hammer nicht umgehen. Das bringe ich ihm gleich bei. Wie platt kann man werden? Gut, ich freue mich halt auf Feierabend. Frankie Goes to Hollywood, The Power of Love. Oh, passt. Mein erster Gast in diesem Jahr, meine Damen und Herren, hat heute Abend Premiere schon hinter sich gebracht. Ich meine nicht, dass er einen Decoder aus dem Fenster geschmissen hat. Ach, so weit kommt es gar nicht. Meinst du nicht? Jetzt habe ich aber mal eine Frage an dir. Ja. Deine Kinder gehen, gehen ja anschaffen, ne? Ja, ja. Wie kommt das? Ja, wie kommt das? Das kann ich dir auch nicht sagen. Wo bist du denn da gewesen? In der Kneipe. Wo ist deine Frau gewesen? Auch in der Kneipe. Ich kann mir nur... Okay, ich kann mir schlecht Namen merken, aber ich... Ich habe die Telefonnummer noch und ich fand sie auch süß. Du hast die Telefonnummer noch? Ja, aber natürlich. Bist du sicher? Ja. Mhm. Warum hast du nicht angerufen? Nee, Entschuldigung, ich habe die Telefonnummer nicht. Wir suchen einen Tagesziger. Und wenn wir die Tagesziger haben, dann suchen wir eine Woche. Zieger. Und wenn wir unsere Wochenzieger haben, alle Wochenzieger, dann werde ich die alle hier nochmal live im Studio einladen. Besonders hart ist der Einzelhandel betroffen. Plünderungen der Auslagen sind an der Tagesordnung. Manchmal attackieren sie im Rudel als eine Art Makakenmafia, dann wieder kommen die flinken Einzeltäter. Auf Süßigkeiten haben sie es besonders abgesehen. Bei uns klauen sie vor allem die Walnusstörtchen, sagt der Souvenirverkäufer. Einmal haben sie unser ganzes Lager ausgeräumt. Und überhaupt, es ist, glaube ich, wenig bekannt, wie Kühe empfinden und kommunizieren. Ja, und schon fließen die Gedanken von Mensch zu Kuh und umgekehrt. Sie sagt, das hat sich heute sehr verändert. Es gibt nur ganz wenige ihrer Gattung, die sich ernst genommen fühlen. Tschüss, schönen Tag nach New York. Ho, ho. Ja. Ho, ho. Tschüss, tschüss. Wir haben es ja immer schon vermutet. In New York bei den Händlern, da gibt es ganz besonderen Schnee. Brauche ich von Ihnen beiden noch, also mein Champions League Magazin, noch den Tipp, wer gewinnt denn diesmal den Titel? Ich wünsche es der deutschen Mannschaft, aber... Welche denn? Champions League. Der deutsche Mannschaft? Wir haben noch zwei momentan in der Champions League drin. Mein Partner, der hat also nicht die sexuelle Vorstellung, die ich mir eigentlich wünsche. Und was hast du denn für eine Vorstellung von Sex? Ja, also auf jeden Fall nicht diese gewöhnliche 0815er Nummer, die ist ja schon seit Omas Zeit. 190er? Nee, 0815er Nummer, die seit Omas Zeit ist ja schon tot. Erzähl noch ein bisschen mehr. Also sie, der Fellatio war, dass du, nein, das war so schlecht. Und das warum, was hat sie da abgehoben von anderen Frauen? Warum hat sie nicht so gut... geblasen, wie man umgangssprachlich sagt? Ich weiß auch nicht. Die hat irgendwie, da gibt es halt welche, die haben das raus. Ja. Und sie halt nicht. Ja. Aber was hat sie genau falsch gemacht? Na, sie muss das Ding ja richtig in den Mund nehmen. Ja. Und da war schon mal gar nichts. Das heißt, sie hat das, dir das nur angeschaut oder was? Ja, so ungefähr. Oh. So. Was ist denn das hier? Wir machen aber jetzt eine Pause. Ma senta, una cosa che voglio dire, no, scusa, senti, senti, io parlo italiano non come una vacca francese, ma io so bene che lei parla italiano anche. Ok, pause, gut. Schnitt. Also, entweder kommt meine Mutter. Mhm. Nein. Ach, das hätte ich doch machen können. Ach so. Was kann denn Chippy so? Was muss ich denn mit Carsten Speck alles machen? Tja, einfach aktieren wie ein Schauspieler. Und zu den Konzepten, wie die Regierung die bekämpfen will. Eigentlich wurde mir versprochen, dass der Beitrag jetzt kommen würde. Ich frage nochmal nach, kommt er? Bundesweit wurden 1500 Unfälle gezählt. Sogar ein Räumfahrzeug kam von der Spiegelgartenfahrbahn ab und landete im Graben.
bin geboren worden in Saudi-Arabien. Meine Schwestern sind teilweise in Amman, Jordanien oder in Kuwait geboren worden. Meine Familie, also väterlicherseits, ist auch palästinensischer Herkunft, weswegen das so ein bisschen versprengt ist im kleinen arabisch-asiatischen Raum, für die, die wissen, was ich damit meine. Was wäre der Unterschied zwischen einem Mops, der zum Bernhardiner wächst, also zwischen so einem Hundezwinger und einem Mann? War dein geschiedener Mann ein Mann oder gehörte der zur Sorte Hundezwinger? Das war schon ein Mann, ja. Das war schon ein Mann? Ja. Ah ja. Ja, ja, der männliche Hund. Ja. Und diese Couch, ihr habt tatsächlich diese Couch gekauft und genau. Deckt die jetzt aber noch nicht auf. Nein, weil der wird ja die Couch dann auch kaputt machen. Die Couch wird erst aufgedeckt, wenn der Hund gestorben ist. Ja, aber wieso habt ihr die Couch denn dann schon gekauft? Weil es so ein günstiges Angebot war und außerdem haben wir ja damit gerechnet, weil er ja damals krank war, dass er bald stirbt. Sowas wie du, ne? bringt einen Mann, der sich zu Männern hingezogen fühlt, in Verruf. Das ist gar nichts. Das weißt ist du jetzt, was, muss ich Schatz, das leider kannst du auch mal zuhören? Ja. Ich glaube, ich bin nicht jemand, der Schwule beleidigt. Du lässt dir noch nicht mal den Arsch cool. Du lässt dich aber auch nicht. Entschuldigung, du bist ja eigentlich, du gehst nur anfassen. So was mach ich lieber auch nicht. Du gehst, da geht nämlich gar nichts bei so einem Typen. Das sieht ja doch gar nicht aus, wie cool ich bin. Applaus! Mir die Kinder begegnen, wenn ihr mit dem Messer bedroht habt. Stimmt das, Detlef? Ich habe eben nicht verstanden, was Sie sagen. Glauben Sie, aber das ist im Prinzip aber noch. Ja, warum nicht? Weil, aber wie gesagt, also ich halte meine ganzen Sachen nicht. Es ist eine Schlammschlacht geworden, zeigt auch die Zerrissenheit. Also die männerfeindliche CSU ist nicht in der Lage, sich zur Frau Merkel zu bekennen. Die frauenfeindliche CSU, Entschuldigung. Nein, das glaube ich nicht. Es ist so, dass ich nicht in erster Linie hier als Realpolitiker handle. Ich handle als jemand, der gelernt hat, in der Zusammenarbeit mit Herrn Brüssel in Israel, indem ich mich mit diesem Thema schon seit langer Zeit beschäftige. Und der Antrag von Herrn Brüssel bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft, ehrlich gesagt, seit 2 Jahren vor. Der Nutzfahrzeughersteller MAN präsentiert positive Umsatzzahlen und wir bleiben gleich bei den Zahlen. Also ich glaube, Angela Merkel wird dafür sorgen wollen, dass die CDU jetzt nicht auf einmal zum Juniorpartner der CSU degradiert wird. Entschuldigung. Und was ich auch noch sagen wollte, ist, ach, Johannes B. Kerner hat Hildegard Knef zu Gast. Und mit der hatten Sie, glaube ich, auch noch ein Erlebnis. Sie haben mit vielen Frauen ein Erlebnis, aber mit Hildegard Knef. Wie finden Sie das, dass es jetzt 4 Millionen Arbeitslosen in Deutschland gibt? Sehr schlimm. Ja? Aber ich bin nicht arbeitslos. Nee, ich auch nicht. Deshalb, ja, schlimm ist das. Ja. Nee, Molly. Schlimm. So, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ja, Ihnen auch. Und jetzt haben wir ein gemeinsames Geld. Das heißt, 350 Millionen Menschen zahlen jetzt mit dem Euro. In wenigen Jahren wird es 500.000 sein. Ein Kollege hat aber heute Morgen im Frühstücksfernsehen gesehen, dass sie das ganze Hotel gemietet haben für 16.500 Euro. Geht eigentlich, oder? Das geht eigentlich. 32.000 Mark das ganze Hotel? Ja. Das ist nicht die Welt. Nein. Die CDU hat es ja. Ja. Die zahlen das sicher bar. Ich hätte dann gerne die Rechnung, bitte. Das sind wir jetzt natürlich auch also voll am Ball mit dem Blick auf das Nachholspiel im DFB-Pokalfinale. Noch nicht Finale, Quatsch. Achtelfinale zwischen den Spitzenreitern der zweiten und der ersten Liga. Zwischen Hannover 96 und Bayer Leverkusen. Vielleicht schafft es ja auch. Mikrofon. Wir hören auch nicht. Man hört mich nicht. Geht das schon wieder los. Also, fangen wir doch einfach noch mal ganz von vorne an. Ich hoffe, Sie hören mich jetzt. 1 Euro, ja, das sind ungefähr 9000 Pfennig. Also ist nicht ganz in Mark nicht. Ist nicht. Ja, es ist nicht 1 Euro, ist 1 Mark, oder? Nein, ist nicht. Wenn Sie sagen, 1 Euro ist Euro, ist aber keine Mark nicht. Weder noch. Nein. Euro. Ja, weil ein bisschen rechnen kann ich auch. Also schaut, was da mir schaut, aber Bett muss ich nicht sein. Doch, Sie haben schon eine Prostata. Sie haben schon eine Prostata, hoffe ich doch. Wollen wir doch alle hoffen. Aha, na ja.
Was gut, ich nach sechs Wochen gelernt habe, wäre Quinsan. Ach, Quinsan. Anata war Taien und Reshiko und Masu, ne? Name Kino Michi Aminga Kuru Doko Yo Hito Yara Nanto Moshimashoka Anata wa Taien und Reshiko, Watakshi wa Anata ni Nihongo Uta Utaimasu, ne?